Leute, ich grüße euch. Nach wie vor bin ich an meiner Schultermaschine. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, muss ich auch noch den Tragegurt nehmen. Der Herbst ist allmählich in Erfurt eingezogen und bei dem nasstrüben Wetter kann ich aber leider keine großen Strecken laufen. Bei den Temperaturen will ich das auch gar nicht und daher lese ich zurzeit viel übers Krafttraining. Literatur habe ich ja genügend. Weiterhin bin ich in der Vorbereitung für meinen Jakobsweg. Jetzt geht es ums Organisatorische. Also die Finanzen stehen bei mir, allerdings muss ich mit den Banken reden, wie das halt ist, wenn ich in Spanien Geld abheben will, was da für Bedingungen sind, ob ich da extra Konto einrichten muss, was es kostet, ob da irgendwie eine Sicherheit noch mit dabei ist und. Na, da habe ich halt viele Laufereien und muss auch viel mehr anhören und die Verträge durchlesen und entscheiden, ob das ein oder andere eventuell was für mich direkt ist. Diese Woche kam auch mein Pilgerpass an und den werde ich dann ausfüllen, wenn es soweit losgeht. Die Wanderstiefel kamen hinterher, sehen recht klobig aus, sind aber sehr, sehr stabil und das brauche ich auch wegen meinen Umknickfüßen. Ich habe mich da vorher erkundigt. Das Profil ist auch ganz schön, damit ich einen ordentlichen Tritt im Gebirge habe und nicht gleich wegrutsche. Ja, soweit alles okay mit den Schuhen. Ich bin schon drinnen gelaufen. Sehr, sehr, sehr gut. Der Rucksack umfasst ungefähr 50 bis 55 Liter und mit dem Hüftgurt nehme ich die ganze Last auf. Ich habe mich da auch sehr lange und auch sehr intensiv beraten lassen. Die Träger, die kann man verschieden einstellen, was wichtig ist, um die Last von den Schultern wegzunehmen. Und die Sicherheit spielt natürlich auch eine Rolle. Man hat mir hier ein Stahlnetz angeboten und das wird einfach über den Sack festgezurrt und irgendwo angeschlossen und somit ist es schon mal diebstahlsicher. Mein Wanderhut, da brauche ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Natürlich gehört auch noch eine Landkarte dazu, falls alles ausfallen sollte an Navigation. Und natürlich fürs Video vom Jakobsweg der Selfie-Stick. Damit werde ich dann alles aufzeichnen. Falls wir mal nachts laufen sollten, eine Stirnlampe habe ich mir schon besorgt mit LED. Was auch in meinen Rucksack reinkommt, Kernseife für die Wäsche und für die allgemeine Körperpflege. Nun muss ich ja auch mal essen und trinken auf dem Jakobsweg, also habe ich mir diese Utensilien schon zugelegt. Dann kam auch noch der Verbandskasten hinzu, falls da mal irgendwas sein sollte. Und da habe ich mir einfach im Laden diesen Erste-Hilfe-Kasten zugelegt und auch die dementsprechende Literatur, falls mal was sein sollte, dass ich ordentlich handeln kann. Meine Waschtasche fülle ich allerdings erst am vorletzten Tag, denn Rasierer und Zahnbürste und so weiter, das brauche ich alles noch. Den Poncho, den ich mir aus dem Laden geholt habe, der geht auch über den Rucksack, das ist schon immer sehr gut. Zum Schlafsack passend auch das aufblasbare Kopfkissen mit Bezug und der Schlafsack, der ist für unsere Reise soweit okay, da habe ich mich auch wieder beraten lassen. Er wiegt ungefähr 900 Gramm und das ist gar nicht so schwer. Dazu gehört noch eine Isomatte und das werde ich dann alles immer bei der Übernachtung brauchen. Natürlich auch eine Brusttasche, da kommt dann die Ausweise und das ganze Geld rein und das baumelt dann immer alles um meinen Hals. Somit kann es auch nicht verloren gehen. Der Buff ist natürlich universell einsetzbar und für jeden Pilger natürlich gibt es eine Jakobsmuschel. Die wird dann am Rucksack festgemacht mit den Schnüren und dann kann man von Weitem schon sehen, was das für Typen sind. Zurzeit ernähre ich mich halbwegs vernünftig, das heißt viel Salat und auch viel Tee. Und hin und wieder gibt es mal was Herzhaftes und auch wieder einen selbstgemachten Salat. Und natürlich wieder mal was zum Naschen, wie hier am Wochenende selbstgebackene Waffeln.